Wiener bleiben nach Regenfällen in überfluteten Tunnels stecken. Das sind die Top-News des Tages. Ein Ukrainer fuhr nach 12 Bier nach Hause und wurde von der Polizei gestoppt. Anstatt zu blasen, wollte er die Beamten bestechen, zuerst mit 50, dann mit 100 und schlussendlich mit 1000 Euro. In seiner Heimat der Ukraine hat er andere Verhaltensweisen gelernt, erklärte sein Anwalt. Der Mann muss nun 10.800 Euro blechen und bekam 18 Monate bedingte Haft. Führerschein und Autoschlüssel sind auch weg. So soll der neue Salzburger Flughafen aussehen. Bis 2033 soll das Abflugterminal 2 erweitert und umgebaut, die Check-in-Halle aufgestockt und das Ankunftsterminal 1 neu gebaut werden. Der modernisierte Flughafen ersetzt einerseits das 1966 gebaute Basisgebäude, das nicht mehr behördlichen Anforderungen entspricht, soll aber gleichzeitig auch die Region aufwerten. Ein heftiges Gewitter sorgte in Wien am Montagnachmittag für Chaos. Unter anderem auch in der Millennium City, wo das Dach dem Wasser nicht mehr standhalten konnte und Kunden waschelnass wurden. Bei 3 Unterführungen in Döbling und der Brigittenau musste die Feuerwehr auch Autos aus dem Wasser ziehen. Zwischenzeitlich fanden 60 Einsätze gleichzeitig statt. Mehr dazu findest du im Artikel über den Link in der Bio.